Das Autodromo Enzo Edino Ferrari ist eine Rennstrecke in Imola, Italien, auf der bis zum Jahr 2006 der große Preis von San Marino stattfand. Aufgrund der Tatsache, dass ein Land nicht zwei Formel 1 Grand Prix austragen darf, wurde das Rennen in Imola an den Zwergstaat San Marino abgegeben. Da die Rennstrecke nur 80 Kilometer von Maranello, dem Stammsitz von Ferrari, entfernt liegt, wurde das Rennen in Imola auch als Heimspiel für die Scuderia gehandelt. Es war eine der wenigen Formel-1-Strecken, die entgegen dem Uhrzeigersinn gefahren wurde. Geschichte: Die Rennstrecke wurde 1953 eröffnet und geht auf eine Idee von Enzo Ferrari zurück, welcher hier einen kleinen Nürburgring errichten lassen wollte. Bei der Eröffnung waren keinerlei Schikanen im Layout vorhanden. So war die Tamburello-Kurve die erste einer Runde. Die Tosa bereits die zweite Kurve. 1968 wurde die Strecke nach dem früh verstorbenen Sohn Alfredo von Enzo Ferrari in Autodromo Dino Ferrari umbenannt. Nach Enzo Ferraris Tod im Jahr 1988 wurde der Name erweitert. Beim großen Preis von San Marino 1994 verunglückten im Samstagstraining zunächst Roland Ratzenberger und beim Rennen einen Tag später Ayrton Senna. Tödlich diese und weitere Unfälle und die wieder aktivierte Grand Prix Drivers Association bewirkten zahlreiche Änderungen. Seitdem wird mehr Wert auf die Sicherheit vieler Rennstrecken und die der Wagen gelegt. Die Sicherheit der Fahrer wurde erhöht. In Imola wurden daraufhin Schikanen in der Tamburello-Kurve und vor der Tosa-Kurve eingebaut, welche die Geschwindigkeiten erheblich drosselten. Andere Stellen wie die Variante Altar wurden ebenfalls entschärft. Zur Saison 2007 wurde der Grand Prix von San Marino aus dem Formel-1-Kalender gestrichen, da die Anlage als nicht mehr zeitgemäß galt. Von Ende 2006 an wurde der Kurs für umfangreiche Umbauarbeiten geschlossen. Innerhalb von 10 Monaten wurde ein komplett neues Boxengebäude in Kiel Media Center errichtet, die Auslaufzone in der Tamburello-Schikane erweitert sowie einige Abschnitte neu asphaltiert. Im Zuge des neuen Boxengebäudes musste auch die Streckenführung erneut geändert werden. Nach der Rivazza folgen nun mehrere schnelle Kurven anstatt der alten Variante Bassa, so dass ein langes Vollgasstück bis zur Tamburello-Schikane entstanden ist. Nach der Abnahme der FIA erhielt der Kurs eine 1T-Lizenz, welche alle Veranstaltungen außer der Formel 1 zulässt. Zu Beginn des Jahres 2008 wurde auch ein neues Management gefunden. Der Kurs mittlerweile in Autodromo Internazionale Enzo Edino Ferrari di Imola umbenannt. Erste große Veranstaltung nach dem Umbau war das Veranstaltungswochenende im Rahmen der FIA WTCC im September 2008. Statistik: Alle Sieger von Formel-1-Rennen in Imola, Rekordsiegerfahrer M. Schumacher, Rekordsieger Konstrukteure Ferrari, Williams. Verweise: Weblinks Autodromo Enzo Edino Ferrari. Einzelnachweise: Imola, The History of the Racetrack, Imola Homepage abgerufen am 4. Mai 2012. http://www.motorsporttotal.com/wttc/splitter/2008/09/4-stellt-molle-1-t-lizenz-aus-unter-0890302.html http://motorsport.total/f1/splitter/2008/04/neue-teilhaber-in-imole-0804190.html